Jedes Nest hat seine Königin, die es dominiert, anführt und zu schwache Drachen auffrisst. Selbst ohne Zahn folgte einst einer solchen Königin. Aus dem ersten Film wissen wir, dass der Rote Tod eine Drachenart ist, die als Königin des Nests in Frage kommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns ansehen, welche Drachen eine überdurchschnittliche Chance haben, einen Roten Tod zu besiegen. Dabei gelten die Regeln wie in den bisherigen Teilen auch. Deshalb legen wir doch gleich los. Die Liste der Giganten muss heute gegen eines ihrer eigenen Mitglieder und eines ihrer stärksten Mitglieder sogar antreten. Daher ist ihre Größe kein Auto-Win mehr. Dennoch hat es der große Überwilde geschafft, auf dieser Liste zu landen. Ein gutes Stück größer, effektivere Nahkampfwaffen und seine Kontrollfähigkeit sollten den Roten Tod besiegen können. Für alle, die sich im Detail für dieses Matchup interessieren, habe ich bereits ein eigenständiges Video gemacht, in dem ihr erfahrt, warum dieser Kampf vielleicht doch nicht so eindeutig ist, wie ihr vielleicht erwartet. Ein weiterer Gigant, den ich heute vorstellen möchte, ist der brüllende Tod. Viele sehen ihn als den zweitstärksten Drachen aus How to Train Your Dragon an. Er ist ein gigantischer, flüsternder Tod, der sich durch den Boden graben kann, gigantische Stacheln verschießen kann und eine unnatürlich hohe Feuergeschwindigkeit hat. Dazu besitzt er mit die dicksten Schuppen der Drachenwelt. Auch wenn das seiner Größe geschuldet ist und in diesem Punkt ist er dem Roten Tod auch unterlegen, weshalb ich durchaus auch glauben könnte, beziehungsweise mir vorstellen konnte, dass der Rote Tod noch dickere Schuppen hat. Viele sehen ihn dennoch im Vorteil gegen den Roten Tod, dass sich der brüllende Tod einfach durch die Schuppen des Roten Tods durcharbeiten könnte, ähnlich wie er es mit massivem Fels kann, und ihn dann von innen heraus töten, wie es Maden tun. Ich war nie ein großer Fan dieser Theorie, da der brüllende Tod zunächst an eine Schwachstelle gelangen müsste, ohne wie in einer Schrottpresse zerquetscht zu werden. Und auch wenn er es schaffen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Magensäure des Roten Todes den brüllenden Tod ebenfalls umbringen würde. Aus diesem Grund sehe ich den Roten Tod ein wenig im Vorteil. Wenn es darum geht, einen Giganten zu Fall zu bringen, braucht man vor allem zwei Dinge. Eine Waffe, die dicke Schuppen durchbrechen kann, und eine sehr hohe Geschwindigkeit, / Wendigkeit, um Schwachstellen angreifen zu können. Über Ersteres verfügen alle Drachen, die mit Säure arbeiten. Insbesondere der Wechselflügler kann sich mit seiner Unsichtbarkeit an den Hals des Roten Todes schleichen und dort tödlichen Schaden anrichten. Auch wenn es sicherlich eine Weile dauert, bis er genug Säure produziert hat. Der Todbringer sollte es da schon schwerer haben. Immerhin muss er den gefährlichen Weg zum Hals des Giganten erstmal überleben. Daher sehe ich seine Chancen als kleiner an als die des Wechselflüglers, auch wenn der Schaden, den er anrichten kann, potenziell wesentlich größer ist. Wir alle haben auch gesehen, dass Ohne Zahn mit der Hilfe eines menschlichen Verstandes auch in der Lage war, den Roten Tod zu töten. Da Hicks für diesen Erfolg jedoch signifikant war, sehe ich die Chancen doch als sehr niedrig an für einen normalen Nachtschatten. Vielleicht so im Bereich 3-5%. Mit einer ähnlichen Intelligenz, Geschwindigkeit und Schusskraft muss ich daher dem Skrill dieselben Chancen geben. Das waren aber auch schon alle Drachen, von denen ich glaube, dass sie eine erhöhte Chance gegen den Roten Tod haben. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, welchen Drachen du noch auf dieser Liste siehst und welche Drachen ich überschätzt habe. Ansonsten würde ich mich noch über eine Bewertung freuen, damit ich einschätzen kann, was dir gefällt und an welchen Teilen meiner Videos ich noch arbeiten muss. Jetzt wünsche ich euch aber allen noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Leute.